sitze ich gerade im Fitnessstudio beim Brückner, da droben, also da droben sitze ich gerade und gucke nur noch und sehe dann die Anzeichentafel. Also Birkenstopp, aber darum geht es sich nicht. Jetzt unsere Mission, die Zukunft des Sportmachens, unser Triumph, der 18. Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans. Guckt es euch genau an. Was stimmt da nicht? Es ist kein Triumph gewesen. Es ist ein glücklicher Zufall gewesen. Die haben einfach eine Suppe gehabt. Genau. Und was noch? Genau. Die Pappnasen machen nichts mit Herz, sondern einfach nur irgendwas. Eure PR-Abteilung ist, ich könnte sowas in der Pfeife rauchen. Ich kann doch sowas nicht als Triumph verkaufen. Noch dazu, wenn handwerkliche Fehler gemacht werden, wie jetzt da droben. Achtung! Nicht die Birkenstock schon wieder. Es ist was für die Füße. Jetzt gleich weg, dann schauen wir es uns noch einmal an und dann sage ich irgendwas Falsches. Ne? So, Basche, ich würde mich an eurer Stelle würde ich mich schämen, aber wirklich sowas von schämen würde ich mich. Sowas auch noch zu zeichnen. Habt ihr keine Verantwortung? Ich will noch einmal gucken. So, ja, klasse, Triumph. Wir haben gelacht, der 18. Sieg. Gratulation ist aber geschenkt. 19. Kinders, kriegt ihr noch was gebacken? Die 19 hat letztes Jahr gewonnen. Dieses Jahr hat eure Nummer 2 gewonnen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich brauche jetzt ein Bier. Servus, das war der Schasch. Meine Güte, sind das Pappnasen. Ich mache übrigens keine Reisbörner, ne? Und der Yoda hätte gewonnen müssen tun. Servus.